Wichtig ist für die Meerschweinchen erstmal Platz, Platz, Platz. Das wird schon grundlegend unterschätzt. Die Halter müssen sich wirklich im Klaren sein, dass Meerschweinchen sehr, sehr viel Arbeit machen, aber auch sehr, sehr viel Freude bereiten. Das sind unwahrscheinlich soziale Tiere. Im Kinderzimmer hat so ein Schweinchen gar nichts zu suchen, weil die wirklich nachts Rambazamba machen. Hallo, mein Name ist Aileen. Ich bin 37 Jahre alt und bin ehrenamtlich im Tierschutz tätig. Unser Verein, die Insel für Meerschweinchen in Not, betreut Meerschweinchen, die in Not geraten. Von Fund, Abgabe, Beschlagnahmung durch Ämter. Und unser Hauptaugenmerk liegt darauf, die Schweinchen wieder aufzupäppeln, weil sie oft in schlechten Zuständen bei uns ankommen. Und dann in gute Hände und schöne Zuhause wieder weiter zu vermitteln. Hallo, herzlich willkommen. Aileen. Jessica. Hallo. Wir haben einmal im Monat Tag der offenen Tür. Dann kann man einfach vorbeikommen, sich unsere Arbeit anschauen, vielleicht auch mal eine Schippe Mist mitschippen oder die Tiere zu füttern, den täglichen TÜV einfach mal mitzumachen. An diesen Tagen finden aber auch Beratungsgespräche statt. Was sind die Haltungsbedingungen? Was sind die Anforderungen? Welche Arbeit machen diese Tiere eigentlich, da sie doch oftmals noch unterschätzt werden? Dann viel Spaß im neuen Zuhause. Ne? Lass den Kastraten heilen. Ehrenamt ist natürlich immer unentgeltig und wenn man die Leidenschaft nicht dafür hat, würde man es nicht freiwillig machen und auch nicht in dem Umfang, wie wir es machen. Ich komme jeden Tag von Arbeit nach Hause und sehe hier kleine Kullerschweineaugen, die mich freudig begrüßen und einfach meiner Arbeit danken, indem es ihnen gut geht und ich viel von den Schweinen wirklich zurückbekomme. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit der Maus. Wir hören uns in ein, zwei Tagen einmal, ob alles gut gegangen ist. Alles Gute. Dankeschön. Na, tschüss. Ohne Ehrenamt geht in Deutschland einfach gar nichts. Und es ist ganz, ganz wichtig, die Jugendförderung da auch im Blick zu behalten. Die älteren Menschen möchten da betreut werden. Der Sport darf nicht vergessen werden. Ohne das Ehrenamt ist der Burgenlandkreis nichts.